Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video heute für euch, Leute. Leute, das wird heute kein normales Video, wie sonst auch. Ihr kennt's, eigentlich normalerweise mache ich nur Gameplay-Videos technisch so, wie wir zocken und so weiter. Wie zum Beispiel ich und Passi heute oder so, wenn ihr die Videos schon gesehen habt. Das ein oder andere ist ja auch schon online, Leute. Aber, Leute, es ist ja schon wieder eine lange, lange Zeit her, seitdem ich mal wieder meinen Fortnite-Spin gezeigt habe. Und Leute, ich denke mal, es wird endlich mal wieder an der Zeit, mal hier mal wieder ein bisschen was rumzuzeigen, Leute. Einfach weil ich mir so denke, eigentlich ist es schon eigentlich auch schon mal wieder Zeit, den Fortnite-Spin zu zeigen. Also ich denke mal, dass manche darüber absehen und sich so denken, ja, wäre auch mal wieder nice, wenn er das machen würde, ne? Aber ihr kennt meinen Spin schon mehr oder weniger von damals noch. Seht ihn ja ab und zu nochmal, aber ja gut, Leute. Ich würde sagen, wir fangen mit den Skins an, Leute. Hier, man sieht es ja schon. Also ich zeige euch mal jeden Skin durch, aber mit kurzer Formulierung. Hier der gefallene Liebesranger, man kennt ihn ja. Habe ich mir damals in der Bande, glaube ich, geholt. Gab es den mit V-Bucks und so weiter, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ziemlich nice. Hier natürlich die eisige rote Ritterin, kennt man. Der eisige Liebesranger und der eisige Raven. Auch ein Bande, wo im Winter erhältlich gewesen ist und wo man sich kaufen konnte, was Fortnite auch wieder mal wieder reingebracht hat. Schade an der Stelle. Dann haben wir Inferna, mit der ich auch immer wieder gerne so wie X-Renegade-Hype auch gerne immer wieder spiele. Man kennt sie ja. Und ja, auch ein ziemlich nice Skin, muss ich sagen. Dann haben wir hier die vulkanische Valkyrie, Leute. War auch in einem Bundle drin gewesen, Leute. Genauso wie der vulkanische Schlachtenhund. Die beiden waren in einem Bundle erhältlich gewesen. Habe ich mir damals auch gegönnt, man kennt's. Dann Deadpool, haben wir hier auch noch, auch sehr nicer Skin. Fühle ich noch damals aus der Season 2, kennt man noch. Dann der Mandalorian aus Season 5, Haupt-Battle Pass Skin, eigentlich Level 100, kennt man. Dann Arachne, passend zu Halloween, wurde in Season 6 in Chapter 1 eingeführt. Auch ein ziemlich nicer Skin. Dann der Orumpf, man kennt ihn, Leute. Auch ziemlich nice, seit Season 2 auch mit dabei. Dann die Ausrüstungsspezialistin Maya, man kennt sie, Leute. Über den Skin muss ich eigentlich nicht viel sagen, weil ich habe mit dem Skin eigentlich auch schon sehr viel gespielt. War aber, denke ich, nein, ich wollte ihn nicht ausrüsten. Inferno habe ich immer ausgerüstet gehabt. So, wartet. Den hatte ich immer, der war immer auch in Season 2 mit dabei, war der Anfangs-Battle Pass-Skin, den man auch leveln konnte. War echt nice gewesen und ja. Dann die gute alte Blingarella hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich scroll mal hier ein bisschen runter, damit ihr auch mal wieder was seht. Ja, Season 8 Hypes, wer erinnert sich noch dran? Avengers, alles mögliche Leute. Das waren auch schöne Zeiten, genauso wie Season 6 mit Calamity. Dieses Halloween-Thema, einfach spitze. Catalyst, Season X, bisschen nervige Season gewesen. Deadfire haben wir hier. War auch schon wieder einige Male im Item-Shop, was ich schade finde. Dann der Gefangene. Ich tue mal ein bisschen schneller machen, Leute, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Den Wissenschaftler haben wir hier. Dann Drift. Dann den Eiskönig, ewige Ritterin, man kennt sie, Fate, Fusion, Hybrid, ihr seht ja die einzelnen Sachen hier eingeblendet, dann der Joey aus dieser Season, Kriegsbemalung aus Season 3 aus dem RDW-Bundle, Kuschelbeauftragte, Chimera, Lux, Menace, Midas Rex, auch wieder aus einem Bundle gewesen, Panda Beauftragte,
Predator kennt man. Ragnarök. Ja. Race. Rosige Anführerin. Auch aus dem RDW-Bundle. Man kennt's. Rox aus Season 9. Rein aus Season 8 natürlich. Dann Schwarzherz, auch aus Season 8. Sentinel aus Season 9. Singularität aus Season 9. Hamasurana aus Kapitel 2 Season 1. Auch ein nicer Skin. Dann die Spire-Assassinen aus Season 6, aus der vorherigen Season. Den Ultimari-Ritter. Vendetta aus Season 9. Verwüstung. Kennt man den Skin auch so von diesen Raven-Skins, man kennt's. Vollstrecker aus Season 5. Oh, nice. Dann Valkyrie in Ice-Style, die passende Frau zum Ragnarök-Skin. Den Wolf aus Season 6, Level 100 Battle Pass Skin. Der Season 6 Aufgaben-Skin. Wer erinnert sich noch dran? Auch ein sehr seltener Skin. Zenith aus Season 7. Wer kennt's? Dann haben wir Aquaman aus DC. Auch nice. Genauso wie Catwoman. Deathstroke Zero. Den Joker. Harley Quinn natürlich. Posten Ivy. Nochmal, aber diesmal Rabbit Harley Quinn. Rabbit Raven. Dunkel Power Cord. Dann haben wir Finsterbomber noch. Die eisige Glühwein-Agentin aus dem Eisbundle, was es zu Weihnachten gab, kennt man ja noch. Gefrorenes Fischstäbchen. Verzehrer. Kennt man auch noch, Leute. Season 9 Live-Event. Lara Croft. Psychobandit. Astro Jack. Marshmallow. Neymar Junior. Winter. Und Travis Scott, Leute. Ey, kennt man noch. Dann den vulkanischen Oben haben wir hier. Black Panther. Sable. Captain America. Captain Marvel. Dr. Doom. Domino. Ghost Rider. Groot. Jennifer Walters. Den Kuschelpool-Bären, dann Mystique, Psylocke, der Ravenpool habe ich mir auch gegönnt damals, und Storm, wer kennt's noch, dann den Taskmasker auch mit dabei, Thanos, Thor, Tony Stark, Wolverine, kennt's. Dann die Schatten-Ruby, die es vor 2, 3 Monaten gab. Dann die Schatten-Sakira aus diesem Bundle. Dann noch Schlürf-Genesee, den Schlürf-Leviathan und Schlürf-Patronella aus diesem Schlürf-Bundle, man kennt sie noch. Dann den 8-Ball-Skin Ace aus Season 5. Den Adventsagitator, Agent Jonesy, Agent Charlie, Astra, aufgesattelt, Brutus, Bunker Jonesy, Cameo Chick, Katrina haben wir auch aus einem Bundle, Leute. Dann den Cloaked Shadow, Kobold, Demi, kennt man. DJ Yonder, Dr. Sloan, ein Doppelagent des Chaos, Doppelagent Wildcard und Doppelagent in Stillschweigen.
auch ein Bundle gewesen, Leute. Habe ich mir damals auch geholt. Man kennt's. Düsternis. Elmira in ihren drei coolen Styles hier. Dann Amber aus Season 8. Man kennt sie noch. Genauso wie der ewige Reisende aus Season 10. Dann haben wir hier die Feldass. Die Feldsanitäterin aus Season 5. Dann die Feuerwehrbeauftragte, die ich ja letztens schon mal in einem Video gezeigt habe. Alles ganz nice Skins. Dann hier Finsterlicht. Kennt man auch noch. Genauso wie den Flügelmann aus Season 4. Ein legendärer Skin eigentlich. Dann haben wir hier die Funkelmeisterin. Den Ghoul-Trooper. Nothing Special eigentlich. Gipfelstürmer aus Season 6. Dann Grusebeauftragte, auch aus Season 6. Man kennt sie. Gugimon aus dieser Season. Hasenwolf. Läuft auch. Hemlock. Hicklandkriegerin. Die Jägerin. Jules. Killerküken. Dann Kid, der Sohn von Muskelkater. Dann haben wir Klapperschlange, Kondor, Kuckuck, Kunia, Lace, die Lebkuchenkanonier, dann Leutnant Immergrün, man kennt die noch, Lexa. Mit der habe ich immer gerne in Season 5 gespielt, war nice gewesen. Liebesdorn. Lyra. Mancake. Marigold. Maeve. Mecha-Anführer. Oh Gott. Meister Key. Muskelkater natürlich, man kennt ihn. Nachtglanz. Nachtleben. Nachtschatten, auch aus Season 6. Ocean. Wüschige Rabauken. Pulverschnee. Rambock. Riss. Dann Rennfieber. Xanches jetzt aus dieser Season. Rook. Roter Rächer. Rotkäppchen und Rotstreifen, Leute. Dann haben wir hier Schädeltrooper natürlich. Charlie. Schattenagentin. Schneemando. Seestern. Sergeant Winter. Siona. Sky. Sonneruption. Die sonnige Retterin natürlich. Steinherz. Strampler. Stratos. Sunny. Tarana. Tara Jonesy. Tilted Technique. TNT Tina. Tomatenkopf natürlich. Darf nicht fehlen. Trock. Vega, Vildette, Willow, X-Meister, Xenomorph, Yonder halt, der Bruder von ihm. Dann eben Zig von dieser Season, man kennt ihn. Dann Dunkel Dino Kommando und dann Nachtkronier und Glibbermatsch. Haben wir hier noch den Auftragsschemer, die Bergsteigerin, Breakpoint, damals aus einem Bande natürlich, Leute, ganz nice, den Bushranger, Kriegusa, auch aus einem Bande, Leute, man kennt's, Codename 11, dahin siechender Dribbelprofi, das Paradigma, Diamant-Diva,
die sie aus dieser Season oder aus letzter Season besser gesagt, Einsicht, Eisenfratze, Etheria, die auch letztens wieder im Itemshop gewesen ist, Farbbomberin, dieser Finanzchef Fallobst, mit dem ich letztens in einem Video gespielt habe, der auch damals in Season 3 während eines Turniers erhältlich war. Man kennt ihn. Dann Flink noch, Dunkel, Frost, Gefahrzone, Genesung, Haze, einer meiner Lieblingsskins eigentlich auch, die Herbstkönigin, Hitzezone, dann Iris, mit der ich auch immer gerne mal wieder spiele, dann haben wir Komplex noch, Laguna, Maki-Meisterin, Mammut-Maroderin, Megumi, Mistani, Polara, Razor, Rotnasige Räuberin, Schädeline, Schneeglöckchen, Sonnenvogel, Spee-Veteranin, Veteran, dann die Spielmacherin, Stillschwein ganz normal, die Strand-Julis, die es jetzt letztens gab, dann noch die Strandbomberin vom letzten Jahr, kennt man noch, genauso wie der Sucher aus Season 4, dann Traum aus Season 8 natürlich, Tsuki aus Season 9, Trock Springflut aus Season 1, Vector aus Season 9, Victoria Sand aus Season 4, ist auch noch nicht so lange her, Wagemut aus Season 9, okay, jetzt. Wellenbrecher, auch aus Season 1, Chapter 2, krass, dann Vespia aus Season 3, Kapitel 2, Yuki, auch ganz nice. Dann Sadi. Die ist auch immer ganz nice gewesen, außer das Fortnite, die heute halt schon wieder im Itemshop hat. Schade. Aura, auch schon ganz schön nice. Beastschützin. Ridi. Bullseye. Espe. Fröhliche Verfechterin. Dann Klebeauftragte noch, Kommando aus Season 1, Kristall, markierte Maroderin natürlich noch, Nachtlicht, Pastella, Ranger, Sergeant Grünklee und Stella. Leute, das waren jetzt alle meine Skins gewesen. Somit sind wir mit den Skins durch. Ich werde euch nicht die genaue Anzahl sagen. Dann haben wir hier natürlich noch die ganzen Backlinks. Die werde ich jetzt nicht nochmal einzeln durchgehen, weil das sind halt so diese Standard-Backlinks von den ganzen Skins. Oder wenn dann, dann sind es selber Backlinks, die zu den Skins gehören oder die ich selber gekauft habe. Scroll hier einfach mal so langsam runter, damit ihr halt auch einfach mal die ganzen Backlinks seht, die ich inzwischen besitze. Aber ich werde die jetzt nicht auch einzeln durchgehen. Genauso wenig wie die Emotes, weil sonst sitzen wir nämlich noch morgen hier, Leute. Aber wie ihr schon sehen könnt, es hat sich hier schon einiges getan seit dem letzten Video. Also kann man nicht anders sagen. Hier auch der Geburtstagskuchen. Haben wir ja wahrscheinlich bald auch früher oder später. Noch der Geburtstag von Fortnite kommt auch langsam jetzt auf uns zu. Ganz entspannt. So viel zu den Backlinks, dann kommen wir zu den Spitzhacken. Da haben wir auch schon krass gutes Zeug. Scroll ich auch jetzt durch, das werde ich jetzt nicht alles durchgehen. Ihr kennt ja die Spitzhacken.
So, hier die ganzen Falleffekte, Leute, man kennt's. Eigentlich auch ganz übersichtlich heute, also so viele sind es auch noch nicht so. Gut. So, jetzt kommen wir zu den Emotes und wie ihr seht schon, es sind die Copyright-Tänzer sind aus. Ah, da haben wir auch so viel. Eben. Ja, allein schon die ganzen Ikonentänze. Die ganzen Marvel-Emoji-Cons, Tänze. Also es ist echt viel geworden seit letztes Mal. Schon zu krass geworden, Leute. Scroll da gerade nur langsam runter, Leute, weil ich will jetzt nicht alles einzeln zeigen, sonst zieht sich das ewig hin und her. Aber falls ihr wollt, dass ich so von Spitzhacken und so weiter nochmal alles so einzeln zeige, Leute, dann schreibt es mir gerne mal unter die Kommentare, würde mich interessieren, ob ihr da Bock drauf hättet oder ich euch das mal so zeigen soll. Es ist halt einfach wirklich viel geworden, muss ich wirklich sagen. Also Leute, ihr seht schon, das ist schon richtig viel geworden hier in der Zwischenzeit. Ja, auch die ganzen FNCS-Sachen, also schon echt viel mit dabei in der Zwischenzeit, Leute. Auch ich von Rocket League sogar noch Items, Leute. Oh. So, Leute. Damit wären wir jetzt gleich auch am Ende hier. Let's go. Das war das Ende soweit hierzu. Dann haben wir hier eben noch die ganzen Lackierungen, Leute. Könnt ihr auch mal einen Blick ein bisschen drauf werfen, welche Lackierungen ich überhaupt habe. Wenn ihr Bescheid wisst. Ganz entspannt. So. Wenn wir auch eben mit den Lackierungen durch, Leute. Dann die ganzen Ladebildschirme, egal von Rocket League bis zu Marvel oder sonst irgendwelche Ladebildschirme. Also, es ist wirklich krass viel geworden, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt zu krass. Boah, ey, das waren so schöne Zeiten hier immer. Das war zu krass gewesen, ey. Egal, was los war, Leute. Also, die Zeiten waren echt krass gewesen. Boah. Wir kommen jetzt hier zur Musik. Ist auch schon einiges geworden, Leute. Aber halt nicht so allzu viel. Wie halt bei den ganzen Tail, bei den Emotes, bei den Skins, alles Mögliche. Dann sind hier halt noch die ganzen Banners, aber die werde ich euch jetzt nicht auch noch alle zeigen. Auf jeden Fall, das war jetzt mal so grob mein ganzer Spind, Leute. Ich habe euch jetzt halt die Backlinks, die Spitzhacken und so weiter, alles nicht einzeln gezeigt, weil das hätte halt auch wieder so viel Zeit gekostet, Leute. Es ist einfach wirklich viel geworden, muss man sagen. Auf jeden Fall, Leute, ich würde an der Stelle Schluss machen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, Leute, würde mich das freuen, wenn ihr gerne einen Abo-Button oder die Glocke aktivieren könntet, um nichts dazu zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ich mal so ein einzelnes Video davon machen soll,
Bei Guts Backbling, Spitzhacken, Emotes, egal, sei es was. Auch von den Gleitern. Dann schreibt es mir gerne mal runter in die Kommentare, dann mache ich das gerne. Würde mich auf jeden Fall freuen und gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich eben auch freuen. Gerne auch einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, ich lese mir den Kommentar immer gerne durch. Und da würde ich sagen, Leute, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, Leute. Peace.